Ja, unsere Forderung sollte lauten: Free Dennis, Freiheit für alle politischen Gefangenen, Freiheit für Dennis Yücel und sofortige Freilassung von Dennis Yücel, und zwar bedingungslose Freilassung. Ohne dass es dort einen schmutzigen Deal gibt. Dennis hat sich da ja von distanziert. Das finde ich hervorragend, dass er das auch kritisiert hat. Diesen Deal, den der deutsche Außenminister jetzt gerade eingefädelt hat. Und wir sollten uns dafür einsetzen, dass gar keine Waffen exportiert werden. Schon gar nicht in die Türkei, weil in der Türkei jetzt gerade ja, große Verbrechen gegen die Menschheit stattfinden. Und wenn man Waffen in so ein Gebiet liefert, dann ist man natürlich eindeutig Mittäter. Ja, mein Name ist Dr. Bernd Drücke. Ich beschäftige mich seit Anfang der 90er Jahre mit dem Thema Türkei und Kurdistan intensiv, als Soziologe auch. War auch schon 1993 das erste Mal mit einer Menschenrechtsdelegation im Kriegsgebiet, im damaligen Kriegsgebiet in Kurdistan. Und ja, möchte jetzt natürlich was sagen zu den aktuellen Entwicklungen. Die Türkei ist jetzt am 21. Januar 2018 einmarschiert oder hat begonnen einzumarschieren in den kurdischen Gebieten in Syrien, also in Teilen des Gebietes, in Afrin, also türkisch Afrin. Das ist ein Gebiet, was bis jetzt vom Krieg in Syrien praktisch weitgehend verschont geblieben ist, wo also hunderttausende Flüchtlinge zum Teil sich auch aufhalten und hunderttausende Menschen leben. Und zwar so leben, wie man das sonst in Syrien eigentlich lange nicht mehr machen kann. Also das heißt, es gibt praktisch eine kurdische Selbstverwaltung. Das ist ein Versuch, Rojava, ein staatsfreies Gebiet sozusagen, basisdemokratisch zu organisieren. Das funktioniert sehr gut. Das ist eine laizistische Gesellschaft. Die Jesiden, die wurden von den Kurden sozusagen gerettet und auch in das Gebiet gebracht. Die haben jetzt natürlich große Angst, weil die Türkei bei ihrem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, den sie gerade jetzt führt, natürlich auch zurückgreift auf die verbündeten Gruppen, die sogenannten Dschihadisten und die sogenannte Freie Syrische Armee, die jetzt gegen die Kurden eingesetzt wird, sozusagen als Söldnertruppe. Und die Dschihadisten sind natürlich genau die, vor denen die Jesiden vor allen Dingen große Angst haben, verständlicherweise, weil sie ja gerade von diesen Menschen ja, zum Teil versklavt wurden vom IS, von Daesh, von dieser Terrororganisation. Und was die Türkei da gerade macht, ist eindeutig ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das ist ein unglaublicher Skandal. Das ist auch ein Skandal, dass die internationale Presse, dass die internationalen Länder im Grunde kaum Protest dagegen einreichen. Das ist wieder mal ein Verrat an den Kurden und Kurdinnen, die sich gegen den IS ja gestellt haben, die praktisch einen großen Teil des Kampfes gegen den IS geführt haben und auch erfolgreich geführt haben. Und was da dort passiert gerade, das ist einfach tragisch. Es ist auch ein Verbrechen, was mit starker deutscher Unterstützung geführt wird. Nämlich die Türkei hat in den letzten Jahren 750 Leopard 1 und Leopard 2 Panzer bekommen, also 350 Leopard 2 und 400 Leopard 1 Panzer. Die werden jetzt zum großen Teil auch eingesetzt gegen die Kurden. Die Türkei macht momentan einen Deal mit dem Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, der türkische Außenminister und der deutsche Außenminister haben sich getroffen. Es geht dabei um den Bau einer Panzerfabrik in der Türkei von Rheinmetall. Rheinmetall will natürlich auch die Panzer, die schon bereits von Deutschland geliefert wurden, die Leopardpanzer weiter verstärken. Das heißt, die sollen gegen Minen geschützt werden. Und das ist natürlich nichts weiter als eine Unterstützung eines Mords, der da gerade stattfinden wird, wo die Türkei im Grunde auf dem Rücken der Menschen in Kurdistan, in den syrischen Gebieten, Verbrechen begeht, Menschen. Es war heute zum Beispiel auch ein Foto von einem türkischen Panzerfahrer, der das Zeichen der grauen Wölfe gezeigt hat, also praktisch die Wolfspfote, die das Zeichen der türkischen Faschisten ist. Das heißt, die Menschen, die da jetzt gerade den Krieg führen, die Soldaten, die türkischen Soldaten, die sind aufgestachelt von einem üblen Nationalismus, von einer üblen, gleichgeschalteten Presse in der Türkei. Die Presse in der Türkei ist seit dem gescheiterten Militärputsch ganz stark gleichgeschaltet. Es gibt praktisch keine Pressefreiheit mehr, es gibt nur noch gleichgeschaltete Medien. 139 Journalisten mindestens sitzen gerade im Knast. Über 10.000 Menschen sind als politische Gefangene inhaftiert worden seitdem. Über 150.000 Menschen wurden aus dem Staatsdienst entlassen, weil sie zu kritisch waren dem Regime gegenüber. Und das ist, was dort gerade passiert, ist eine Autokratie, die wächst. Das Erdogan-Regime hat aus einer, sagen wir mal, aufstrebenden Demokratie, die Demokratisierung, die in der Türkei stattgefunden hat, die wird vom Erdogan-Regime jetzt seit 2 Jahren ganz drastisch wieder zurückgedreht. Das heißt,
Die Türkei entwickelt sich zu einer Diktatur und sie ist natürlich, was sie momentan macht, ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Da müssen wir gegen demonstrieren, wir müssen uns dafür einsetzen, dass kein schmutziger Deal gemacht wird mit der Türkei, dass keine Waffenlieferungen an die Türkei stattfinden und dass auch die geplante Panzerfabrik in der Türkei nicht gebaut wird. Das ist ganz wichtig. Deniz Yücel, der seit jetzt mittlerweile fast einem ganzen Jahr, also seit Februar 2017, als politischer Häftling inhaftiert ist in der Türkei, weil er eigentlich seine Arbeit gemacht hat als Journalist, ist einer von 139 Journalisten, darunter sind auch noch 8 unbekannte deutsche Journalisten und Menschen aus der Bundesrepublik. Und es sind Zehntausende politische Gefangene in der Türkei mittlerweile in den Knästen. Die Knäste sind komplett überlaufen. Zum Teil sind die Gefangenen in Zelten untergebracht. Normale Gefangene, in Anführungsstrichen, werden aus den Knästen entlassen, damit sie mit politischen Gefangenen gefüllt werden können. Das heißt, wir erleben da gerade einen unglaublichen Angriff auf die Menschenrechte, auf die Menschenwürde. Und die deutsche Regierung hat nichts Besseres zu tun, als dieses Regime zu unterstützen. Wir müssen dagegen uns stellen, wir müssen dagegen demonstrieren für die Menschenrechte. Wir müssen uns auch dagegen stellen, dass die DİTİBs weiter unterstützt werden. DİTİB sind die islamischen Verbände in der Bundesrepublik aus der Türkei. DİTİB wird unterstützt vom Erdogan-Regime und über DİTİB wurde jetzt gerade eigentlich in den meisten Moscheen zu einer Art Dschihad aufgerufen. Das heißt, es wurde dafür gebetet, dass die türkische Armee die Terrorkurden niederschlägt und vernichtet. Erdogan redet tatsächlich auch von Vernichtung. Das heißt, er hat wirklich vor, erstmal jetzt Afrin zu besetzen und dann danach praktisch den Rest von Rojava. Also Rojava ist eigentlich aufgeteilt momentan in 3 große Regionen bzw. in 3 Kantone. Und ein Kanton ist halt Afrin, also auf Kurdisch heißt es Afrin. Und da ist eigentlich die einzige Region, kann man sagen, in Syrien, wo die Menschenrechte auch gewahrt werden, wo auch Menschen unabhängig von ihrem Glauben und ihrer politischen Einstellung leben können. Und genau das, was so friedlich eigentlich auch ist, im Vergleich jetzt zu den anderen Teilen Syriens, wird jetzt zerstört. Da wird also praktisch ein Verbrechen begangen mit der Begründung, mit der vorgeschobenen Begründung, dass die Kurden Angriffe auf die Türkei machen würden, dass die Türkei praktisch sich bedroht fühlt von den Kurden in Syrien. Das ist ein Hohn, ehrlich gesagt. Was die Türkei macht, ist ein Angriffskrieg, ein klassischer Angriffskrieg. Wenn man das juristisch betrachtet, ist es eindeutig ein Angriff, ein Völkerrechtsbruch. Wenn man sich anguckt, was die deutsche Regierung macht, dann muss man dazu auch sagen, das ist natürlich auch verbrecherisch. Ich setze da mal ein Beispiel. Am 17. Januar, also vielleicht ein kleiner Exkurs, am 17. Januar wurde der Waffenhändler Philipp K. zu einer 7-jährigen Haftstrafe verurteilt, weil er dem Neonazi, der das Attentat in München im Olympiazentrum verübt hat, die Waffe geliefert hat und auch die Munition geliefert hat. Dafür müsste er 7 Jahre ins Gefängnis. Das ist ein Beispiel für Klassenjustiz. Wenn wir eine wirklich freie Justiz hätten, was ja immer behauptet wird, dann würden die Waffenhändler von Rheinmetall, Heckler und Koch und natürlich auch die deutsche Regierung, Erzganove Gabriel, die würden dafür ja auch ähnlich, wenn sie ähnlich belangt würden wie ein normaler Waffenhändler wie Philipp K., dann müssen sie natürlich theoretisch auch ins Gefängnis. Ich bin jetzt kein Befürworter des Knastsystems, aber ich bin ein Gegner des Klassensystems. Und das Klassensystem wird hier natürlich ganz klar deutlich. Es gibt Leute, die dürfen massenhaft Menschen umbringen lassen, indem sie damit gute Geschäfte machen. Heckler und Koch verdient daran oder Rheinmetall, die ganzen deutschen Rüstungskonzerne verdienen daran. Und die deutsche Regierung macht sich zum Büttel dieser Verbrecher, muss man sagen. Das Gleiche gilt ja nicht nur für die Kriege jetzt in Syrien, sondern das gilt natürlich auch für zum Beispiel den Krieg, den Saudi-Arabien im Jemen führt. Und dort werden auch deutsche Waffen eingesetzt, dort sind auch deutsche Panzer eingesetzt. Und dass die deutschen Waffenlieferungen, die massenhaft stattgefunden haben in den letzten Jahren, an das verbrecherische Regime in Saudi-Arabien, die werden natürlich in diesem Krieg eingesetzt. Wir fordern deshalb keine Waffenlieferung mehr, Stopp aller Rüstungsexporte, Militär abschaffen für eine freie Gesellschaft und für ein freies Kurdistan.